Guten Morgen bzw. guten Nachmittag, abhängig von Ihrem Wohnort. Mein Name ist Jesus Navar. Ich bin hier bei TradeStation verantwortlich für die Schulung und Ausbildung von Kunden. Es freut mich, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Das ist Lektion 5 der ersten Schritte der TradeStation-Serie. Der Titel dieser Präsentation lautet Analysetechniken und Zeichenwerkzeuge. Wie es der Name bereits sagt, werden wir heute über die verschiedenen Analysetechniken sprechen, die es in TradeStation gibt. Und ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie all die Zeichenwerkzeuge nutzen können, die ebenfalls auf der TradeStation-Plattform angeboten werden. Ganz am Ende des Kurses werden wir darüber sprechen, wie Sie Indikatoren Dritter in Ihre TradeStation importieren und den Trading App Store nutzen können, wo Sie einige nützliche, kostenlose, aber auch kostenpflichtige Indikatoren finden können. Willkommen alle zusammen. In den nächsten 90 Minuten haben wir einiges zu tun. Und bitte ergreifen Sie diese Gelegenheit, um Fragen zu unserem heutigen Thema Analysetechniken und Zeichenwerkzeuge zu stellen. Ganz unten gibt es ein Chatfenster, das einige von Ihnen bereits nutzen. Wenn Sie also irgendwelche Fragen haben, können Sie diese gerne über den Chat stellen. Ich werde regelmäßig auf das Chatfenster blicken, um Ihre Fragen zu beantworten und die verschiedenen Konzepte genau zu erklären. Heute gibt es keinen Moderator, weshalb niemand die Antworten in das Chatfenster eingeben wird. Ich werde jedoch versuchen, die Fragen gleich direkt mündlich zu beantworten. Die PDFs für die heutige Präsentation der Lektion 5 finden Sie in der rechten unteren Ecke des Players, genau dort, wo sich die Dokumentenschaltfläche befindet. Ich werde den Link zur Lektion 5 auch über den Chat teilen. Wenn Sie auf das PDF-Arbeitsbuch zugreifen möchten, klicken Sie auf diesen Link auf der rechten Seite oder im Chatfenster. Diese Präsentation wird gespeichert und steht Ihnen auf unserer Website im Bereich On-Demand Webcast zur Verfügung. Die Lektion 1 bis 4 haben wir jedoch noch nicht hochgeladen. Ich sende Ihnen allerdings gleich den Link zu, unter dem Sie nach dem Hochladen zur Verfügung stehen. Bis zum Ende dieser Woche sollten sich die ersten paar Lektionen der ersten Schritte hoffentlich im Archiv befinden, damit Sie sich diesen Kurs per Video nochmals ansehen können. Wenn Sie diesen Link jetzt anklicken, werden die vorherigen Serien angezeigt, die wir, glaube ich, im März oder Februar durchgemacht haben. Ich weiß jedoch, dass sich die meisten von Ihnen die Serie, die wir momentan durchgehen, gerne nochmals ansehen möchten. Also, Ende der Woche sollten diese Videos hochgeladen und verfügbar sein. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, Ihnen die Important Disclosures zukommen zu lassen. Das ist eine PDF, in der auf die Risiken eingegangen wird, die mit dem Online-Trading einhergehen. Bedenken Sie, dass jedes Symbol und jede Idee, die wir hier vorstellen, nur Demonstrations- und Schulungszwecken dient. Wenn Sie also die Zeit haben, werfen Sie einen Blick in die PDF, weil sie einige nützliche Informationen für uns alle bereithält. Die ersten Schritte mit TradeStation ist eine zwölfteilige Serie. Heute werden wir uns mit Lektion 5 beschäftigen, wie Sie auf der Titelfolie dieses Bildschirms sehen können. Heute ist der 9. September. Morgen werden wir Lektion 6 durchgehen und uns näher mit den Themen Strategieprüfung, Optimierung und Automatisierung beschäftigen. Wenn Sie sich für die Folgekurse noch nicht registriert haben, sollten Sie dies tun. Sie müssen sich nämlich für jeden unserer Kurse separat registrieren. Das ist die Folie mit den Important Disclosures, die ich angesprochen habe. Fangen wir also an. Ich gehe nun hier herüber zu meiner TradeStation. Ich verwende momentan die Version 9.5. Ich habe auf meinem Desktop die Orderleiste oben und auch die Positionsleiste entfernt, um auf meinem TradeStation-Desktop möglichst viel Platz zu haben. Falls Sie dem Inhalt in der PDF folgen möchten, wir fangen mit den Zeichenwerkzeugen an. Dieses Kapitel finden Sie auf Seite 1 der PDF. Ich rufe nun hier auf meiner TradeStation ein Kursdiagramm auf. Ich blicke auf den Trading Apps Launcher und dann auf die Schaltfläche Chartanalyse und rufe in meiner TradeStation ein Kursdiagramm auf. In diesem Fall ein Diagramm der Bank of America. Wir sahen uns die Bank of America bereits gestern an und gingen einige Funktionen in Bezug auf die Repartierung durch. Das war ein interessantes Beispiel. Wir sollten daher bereits wissen, wie man diese kleinen Handelstransaktionen, die wir auf den Strichen sehen, entfernt. Die blauen und weißen Punkte hier sind nur Transaktionen, die ich in der Vergangenheit über meinen Simulator durchgeführt habe. Das Kursdiagramm speichert jedoch diese Informationen und zeigt sie auf dem Bildschirm an. Ich möchte sie nun jedoch löschen. Daher klicke ich mit der rechten Maustaste auf einen der Pfeile und wähle die Option Disable Account oder End Positions. Dadurch werden sie gelöscht.
Im TradeStation finden Sie alle Zeichenwerkzeuge im Menü Drawing. Bei einigen der Optionen hier gibt es ein Dropdown-Menü. Zum Beispiel, wenn Sie Pointer Tracking anklicken, können Sie einige diesbezügliche Funktionen auswählen. Darüber sprechen wir ein wenig später. Die Option Fibonacci Tools wird ebenfalls angezeigt. Unter dem Dropdown-Menü finden Sie alle Fibonacci- und Zeichenwerkzeuge, die im TradeStation zur Verfügung stehen. Sie können die meisten dieser Werkzeuge anklicken und vom Zeichenmenü aus verwenden. Eine weitere nützliche TradeStation-Funktion ist die sogenannte Zeichenwerkzeugleiste. Wenn Sie in TradeStation viel zeichnen, ist es manchmal einfacher, wenn man die ganzen Schaltflächen von der Werkzeugleiste aus anklicken kann. Wenn Sie die Zeichenwerkzeugleiste in Ihrer TradeStation noch nicht sehen, können Sie sie im Menü View aktivieren. Gehen Sie hierfür in diesem Menü nach unten zu Werkzeugleisten. Hier ist eine Werkzeugleiste, die noch nicht angehakt ist. Und das ist die Zeichenwerkzeugleiste. Auf meinem Bildschirm verläuft die TradeStation Zeichenwerkzeugleiste auf der linken Seite von oben nach unten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das die Standardposition für die Zeichenwerkzeugleiste ist. Wenn nicht, kein Problem, denn sämtliche Werkzeugleisten können an einen anderen Ort verschoben werden. Ich zeige Ihnen ein Beispiel hierfür. Wenn ich meine Werkzeugleiste nach ganz oben zu den restlichen Werkzeugleisten-Schaltflächen verschieben möchte, muss ich nur hier auf den Rand der Werkzeugleiste klicken und sie an eine beliebige Position ziehen. Sie werden bemerken, dass der Umriss der Werkzeugleiste Ihrer Cursorbewegung folgt. Wenn ich sie hierher nach oben verschiebe, können Sie sehen, wie sich die Form ändert. Dadurch weiß ich, dass ich sie hierher verschieben kann. Wenn ich die Leiste einfüge, erscheint eine zweite Werkzeugleistenreihe. Manchmal entsteht dadurch auf der rechten Seite ein ungenutzter Bereich, der in Grau angezeigt wird. Ich kann jedoch erneut auf den Rand der Werkzeugleiste klicken und sie hierher nach links ziehen. Oder wenn Sie die rechte Seite bevorzugen und die linke frei bleiben soll, können Sie sie hierher nach rechts ziehen. Es ist ganz egal, an welche Position Sie Ihre Zeichenwerkzeugleiste ziehen. Sie wird stets sämtliche Schaltflächen aufweisen, mit denen Sie rasch auf alle Zeichenwerkzeuge zugreifen können. Ich klicke nun hier auf die Handlebar. Seit der Recorder läuft, reagiert meine TradeStation manchmal etwas zeitverzögert. Okay. Hier auf meiner TradeStation sehen Sie, wie die Zeichenwerkzeugleiste als schwebendes Fenster angezeigt wird. Das passiert oft, wenn man die Zeichenwerkzeugleiste verschiebt und nicht genau dorthin zieht, wo sie eingefügt werden kann. Die Werkzeugleiste erscheint dann als schwebendes Fenster, das Sie durch Anklicken der Titelleiste an eine andere Position ziehen können. Sehen Sie? Wenn ich mit einem Doppelklick die Titelleiste anklicke, kehrt die Werkzeugleiste wieder an ihren Platz zurück. In diesem Fall auf die linke Seite. Ich ziehe sie dann aber einfach hier zur linken Seite, wo sie meiner Meinung nach standardmäßig angezeigt wird. Peter, Sie haben eine Frage zur Handelsaktivität gestellt, die Sie auf dem Kursdiagramm sehen. Wenn sie wieder angezeigt werden soll, müssen Sie nur mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund klicken. Gehen Sie dann zu Format Account Orders and Position und haken Sie das Kontrollkästchen unter Status an. Dadurch wird die Handelsaktivität für diese bestimmten Datenstream, nämlich die Bank of America, aktiviert. Ich habe bereits oft dieses Kontrollkästchen ganz unten erwähnt. Es wird automatisch aktiviert. Wenn Sie diese Funktion jedoch deaktivieren möchten, können Sie das Kontrollkästchen hier ganz unten deaktivieren. Dann werden diese Informationen nicht neuerlich angezeigt. Und Sie können immer hierher zurückkommen und die Option aktivieren, wenn Sie möchten. Standardmäßig ist sie jedoch deaktiviert. Ich glaube jedoch, dass bei der erstmaligen Installation von TradeStation diese Funktion aktiviert wird und die Daten jedes Mal, wenn Sie ein Kursdiagramm aufrufen, angezeigt werden. In Bezug auf die Werkzeugleiste sollten Sie wissen, dass immer, wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltflächen bewegen, angezeigt wird, um welches Werkzeug es sich handelt. Auch der Werkzeugname ist ersichtlich. Wir haben jedoch nicht alle Optionen zur Zeichenwerkzeugleiste hinzugefügt, die es für die Zeichenwerkzeugleiste oder im Menü Drawing gibt. Dort finden Sie nur jene Optionen, die am häufigsten verwendet werden. Wenn Sie jedoch nach etwas Speziellem suchen, müssen Sie das Menü Drawing aufrufen. Im Großen und Ganzen sind die beiden jedoch ziemlich identisch. Ich zeige Ihnen hier ein paar Dinge. Unter anderem werde ich Ihnen zeigen, wie man bestimmte Dinge zeichnet.
Beginne gleich mit der horizontalen Linie. Dies ist eine der Optionen hier. Sie finden sie aber auch auf der Werkzeugleiste. Wenn Sie auf die Schaltfläche für horizontale Linien klicken, verwandelt sich Ihr Cursor in einen kleinen Strich, mit dem Sie an jede beliebige Stelle eine horizontale Linie zeichnen können. Wenn ich also eine Linie bei 16 zeichnen möchte, setze ich den Cursor irgendwo in die Nähe der horizontalen Gitterlinie 16 und klicke. Dadurch erscheint automatisch eine Trennlinie oder in diesem Fall eine horizontale Linie. Das ist eine horizontale Trennlinie. Diese zieht sich von links nach rechts über Ihren gesamten Bildschirm. Beachten Sie, dass auf der linken Seite eine Beschriftung eingeblendet wird, die Ihnen genau anzeigt, wo sich diese horizontale Linie befindet. Sie können die Trendlinie oder horizontale Linie auch formatieren. Sie können die Farbe und Schrift und vieles anderes ändern. Und genauso wie wir gestern das Symbol doppelt angeklickt haben, um es zu formatieren, klicken wir heute die Linie doppelt an, um sie zu formatieren. Ich klicke die Linie nun also doppelt an und werde Ihnen einige Beispiele dafür zeigen, was man formatieren kann. Zum Beispiel die Schriftart. Ich kann die Farbe ändern, sagen wir einmal, ich möchte die Schrift nun gelb machen. Ich will aber kein intensives Gelb, sondern eher ein Hellgelb, das zu 60% transparent ist. Ich wähle den Schriftstil und die Schriftstärke. Dann vielleicht möchte ich die Linien dicker machen. Und unter der Registerkarte Labels, also Beschriftung, kann ich die Beschriftung ändern, die momentan links bei 16 angezeigt wird. Ich kann sie fett machen und die Schriftgröße in 12 ändern. Über die Option Schriftart und Beschriftung können Sie also das Aussehen dieser horizontalen Linien verändern. Und wenn Sie irgendwann einmal möchten, dass diese Änderungen als Ihre Standardeinstellungen übernommen werden, müssen Sie hier dieses Kästchen aktivieren. In den meisten Dialogfeldern von TradeStation haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einstellung als Standard festzulegen. Schließlich kann es sein, dass die von TradeStation gewählten Farben nicht unbedingt die schönsten sind und vielleicht möchten Sie für Ihre TradeStation eine andere Farbe festlegen. Sie haben also die Möglichkeit, die Schriftart zu ändern und eine Farbe auszuwählen, die Sie dann als Ihre Standardeinstellung übernehmen können. Diese Einstellungen werden dann in Zukunft auf alle neuen Fenster angewandt. Wenn ich auf OK klicke, sehen Sie, wie die horizontale Linie auf meinem Bildschirm erscheint. Da ich ein transparentes und kein kräftiges Gelb gewählt habe, ist die Linie nur ganz leicht im Hintergrund zu sehen. Beachten Sie, dass die Striche trotzdem über diese Trendlinie hinausragen. Das ist sehr nützlich für mich. Die Schriftart wurde bereits beendet. Die Schrift ist nun größer und ich kann sie besser sehen. Nehmen wir mal an, ich möchte, dass die Linie nicht mehr bei 16 verläuft, sondern bei 16,05. Dann kann ich die Linie einfach anklicken und zur gewünschten Position ziehen. Wie Sie sehen können, wird im oberen Fenster genau angezeigt, wo sich mein Cursor genau befindet. Wenn ich also bei 16,05 angelangt bin, lasse ich die Maus los. Die Linie verläuft nun bei 16,05. Ich möchte nun aber einen Wert grafisch darstellen, der mit Anklicken und Ziehen schwierig auszuwählen ist, insbesondere bei Symbolen mit einem sehr hohen Wert. Hier ein solches Beispiel. Nehmen wir an, ich sehe mir gerade die S&P E-Mini Terminkontrakte an. Übrigens, sehen Sie, wie die horizontale Linie verschwindet, sobald ich das Symbol ändere? Generell kann gesagt werden, dass alle Zeichenwerkzeuge, die Sie für ein bestimmtes Symbol zeichnen, nur für dieses Symbol gelten. Wenn Sie also das Symbol ändern, werden alle Daten im Kursdiagramm gelöscht und Sie können ganz neu zu zeichnen beginnen. In Ihrem Kursdiagramm wird jedoch alles gespeichert, was Sie zuvor bereits gezeichnet haben. Die Daten werden nicht gelöscht. Wenn ich also das Symbol wieder in Bank of America ändere, wird die horizontale Linie noch immer angezeigt. Eine nützliche Funktion also. Ich gehe nun aber wieder zurück zu den S&P E-Mini Terminkontrakten. Wenn ich hier eine horizontale Linie zeichnen möchte, klicke ich auf die Schaltfläche zum Zeichnen der horizontalen Linie und sagen wir einmal, füge sie bei 1990 ein. Ich weiß, dass die Linie nun bei 1989 liegt, also etwas unterhalb von 1990. Wenn ich die Linie nun anklicke und verschiebe, schaffe ich es nicht, sie genau bei 1990 abzusetzen. Momentan liegt sie bei 1990,03 und wenn ich die Maus loslasse, bleibt sie bei 1990,03. Je nach Skalierung des Kursdiagramms ist es manchmal schwierig, die Linien präzise zum Kurs zu ziehen. Wenn Sie möchten, dass die Linie genau bei 1990 verläuft, müssen Sie die Linie formatieren.
Wenn ich die Linie doppelt anklicke, wird die Registerkarte Data angezeigt. Mit dieser Funktion können Sie den Kurs für diese Linien festlegen. Wenn ich also hier 1990 ohne Dezimalstellen eingebe und dann OK klicke, verläuft meine horizontale Linie genau bei dem gewünschten Kurs. Maike, ich sehe, Sie haben eine Frage zum Kopieren. In diesem Fall haben Sie die Linien Widerstandslinien genannt. Ich glaube, sie wird als horizontale oder Trendlinie angezeigt. Sie möchten die Linie in verschiedene Fenster kopieren. Leider ist das nicht möglich. Wenn Sie ein Kursdiagramm haben, wie ich hier von S&P im Mini, ist diese Linie nur für diese bestimmte Grafik gültig. Sie können sie nicht in ein anderes Kursdiagramm kopieren. Wenn Sie jedoch für das Kursdiagramm ein Intraday-Intervall festlegen, ich werde für dieses Kursdiagramm nun ein 60-Minuten-Intervall festlegen. Beachten Sie, dass die Linie unverändert geblieben ist. Hier ist 1990 und ich kann die Linie noch immer sehen. Ganz egal, welches Intervall Sie für das Symbol wählen, sollten Sie die Linie sehen, sofern diese nah genug zur aktuellen Aktivität verläuft. Ich werde Ihnen ein Beispiel hierfür geben. Wenn Sie zurück zum Tageskursdiagramm gehen, sehen Sie, dass die horizontale Linie meines Tageskursdiagramms bei 1990 verläuft. Wenn ich jedoch diese horizontale Linie auf 1950 verschiebe und zurück zu meinem 60-Minuten-Intervall gehe, wird diese Linie nicht mehr angezeigt, weil sie außerhalb des 60-minütigen Intervalls liegt. Sie liegt nicht mehr im Kursbereich, den Sie auf der rechten Seite sehen. Und wenn Sie die Daten aus der Vergangenheit laden, ist die Linie manchmal auch nicht sichtbar. Nur dann, wenn die Striche durch diesen Kurs gehen. Vor ein paar Wochen verlief die Linie durch diesen Kurs und ich sehe die horizontale Linie mit einem 60-Minuten-Intervall. Dave, Sie haben gefragt, ob Zeichenwerkzeuge auf Ihrem Computer gespeichert werden. Ja, sie werden gespeichert. Alle Zeichenwerkzeuge und sämtliche Zeichnungen in einem Kursdiagramm werden auf dem lokalen Computer gespeichert. Sie werden nicht auf dem Server gespeichert. Wenn also Ihre Arbeitsbereiche verloren gehen, verlieren Sie alles, was Sie bisher erstellt haben. Eine nützliche Funktion ist, dass Sie Arbeitsbereiche von einem Rechner auf den anderen kopieren können. Wenn Sie zum Beispiel am Computer in Ihrem Büro arbeiten und dann auf Ihrem Computer zu Hause weiterarbeiten möchten, können Sie Arbeitsbereiche zwischen diesen Rechnern teilen, damit Sie nicht alles neu erstellen müssen. Eine Arbeitsbereichdatei kann kopiert und auf einem USB-Stick gespeichert werden. So können Sie den Arbeitsbereich von einem Computer auf einen anderen übertragen. Michael, Sie haben einen guten Tipp zum Kopieren von Linien gegeben. Und zwar, wenn man diese horizontale Linie kopieren möchte, kann man das Fenster kopieren, richtig. Danke für den Tipp. Und Peter, danke für die Klarstellung. Ja, es dauert ein paar Tage, bis diese Aufzeichnung dieser Präsentation hochgeladen werden darf. Ich würde sagen, Ende der Woche sollten diese Videos hochgeladen und verfügbar sein. In Bezug auf das bereits Besprochene sehen Sie hier ein Kursdiagramm von AdES mit einem 60-Minuten-Intervall. Lassen Sie mich zurückgehen zur Bank of America. Wir haben hier ein Kursdiagramm der Bank of America. Und wir haben eine horizontale Linie bei 16,05 mit einem 60-Minuten-Intervall. Ich kann mit der rechten Maustaste klicken, das Fenster kopieren und durch Anklicken der rechten Maustaste wieder einfügen. Nun sehen wir zwei Chartanalysen. Fenster der Bank of America mit einem 60-Minuten-Intervall. Und ich kann hierfür auch ein 30-Minuten-Intervall festlegen. Beachten Sie, dass wir dieselben horizontalen Tools eines Kursdiagramms in das andere kopiert haben. Das ist ein echt sehr guter Tipp. Sprechen wir nun über andere Zeichenwerkzeuge, nämlich die Trendlinie. Übrigens, bevor wir mit einem anderen Zeichenwerkzeug weitermachen, sollten Sie wissen, dass für die meisten Zeichenwerkzeuge in TradeStation ein Alarm aktiviert werden kann.
Das ist eine sehr nützliche Funktion und für Sie der einfachste Weg, um für ein bestimmtes Wertpapier einen Preisalarm festzulegen. Falls Sie alarmiert werden wollen, wenn die Aktie der Bank of America auf 16,05 fällt, müssen Sie nur den Alarm dieser Linie aktivieren. Um den Alarm zu aktivieren, müssen Sie die Linie formatieren. Ich klicke die Linie nun doppelt an. Sie sehen nun eine Registerkarte Alerts. Hier kann ich das Kästchen Enable Alert, also Alarm aktivieren, ankreuzen. Dann gibt es hier noch verschiedene Alarmtypen. Diese finden Sie im Dropdown-Menü. Hier haben wir Breakout Intrabar, Breakout On-Close und Breakout Intra-Interbar. Es gibt also drei verschiedene Alarmtypen. Wenn Sie sich dieses Menü hier ansehen, kann dies manchmal ein wenig verwirrend sein. Daher werde ich Ihnen die einzelnen Typen erklären. Der Intrabar-Alarm wird ausgelöst, sobald es eine Kursaktivität bei jedem Kurs gibt, bei dem Ihre horizontale Linie verläuft. Wenn der aktuelle Balken also plötzlich fällt und diese Linie berührt, werden Sie alarmiert. Bei Breakout on Close wird, wie es der Name schon sagt, mit der Alarmausgabe bis zum Ende des Balkenintervalls gewartet. Das hier ist ein Balken mit einem 60-Minuten-Intervall. Daher wird 60 Minuten bis zum Ende des Balkenintervalls gewartet. Und wenn zwischenzeitlich der Kurs dieser Linie berührt wird, werden Sie alarmiert. Manchmal wird die Linie vom Balken aber gar nicht berührt. Wenn es eine Lücke gibt, nehmen wir an, dass das Intervall des aktuellen Balkens abgelaufen ist und die Linie gar nicht berührt wird. Für dieses Szenario haben wir den Alarm Breakout Intra und Interbar entwickelt. Wenn es also plötzlich eine Lücke gibt und es keine Aktie gibt, die mit 16,05 gehandelt wird, erhalten Sie trotzdem einen Alarm. Es gibt also drei verschiedene Alarmtypen, die sich ein wenig unterscheiden. Sie können jedoch jenen auswählen, der Ihrer Anforderung entspricht. Wenn Sie bis zum Intervallende warten möchten, wählen Sie diesen Alarm. Wenn Sie den Intra-Interbar-Alarm bevorzugen, bei dem ein Alarm nicht nur bei der Berührung des Balkens ausgegeben wird, sondern auch bei einer Aktivitätslücke, ist das auch in Ordnung. Sie können auch wählen, dass der Alarm once, also einmal, once per bar, also einmal pro Balken, oder continuously, also ständig, ausgegeben wird. Über den kontinuierlichen Alarm habe ich noch gar nicht gesprochen. Dieser wird bei jedem Tick ausgeben, das Ihre Kriterien entspricht. Sie haben auch die Möglichkeit, die Einstellung für Message Center zu ändern. Wenn ich auf Configure, also Konfigurieren, klicke, sehe ich die Option, um den hörbaren Alarm und den visuellen Alarm zu ändern. Ich kann sogar feststellen, dass im Falle eines Alarms eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse gesendet wird. Rachel, Sie stellen eine gute Frage. Die Frage lautet, kann die horizontale Linie so verkürzt werden, dass sie nicht bis zur linken oder rechten Seite geht? Horizontale Linien verlaufen standardmäßig über den gesamten Bildschirm. Es gibt keine Einstellung, mit der Sie auf die Linie nach links verschieben können oder mit der Sie die Linie verkürzen können, sodass sie von einem Punkt zum anderen geht. Hierfür müssen Sie eine Trendlinie verwenden. Fahren wir gleich mit der Trendlinie fort und ich zeige Ihnen, wie man diese Linie kürzt. Hier unter Registerkarte Settings finden Sie eine nützliche Option. Hier können Sie eine Einstellung sperren. Dadurch bleibt die Linie gesperrt. Wenn Sie in einem Kursdiagramm eine Linie oft hin und her ziehen, kommt es manchmal vor, dass Sie die Linie in eine andere Position verschieben und Sie dann nicht mehr wissen, wo genau sie sich befindet. Wenn Sie nach einer umfassenden Analyse eine Linie zeichnen und einen bestimmten Kurs beobachten möchten und Sie wollen, dass die Linie dort bleibt, können Sie sie einfach sperren. Wenn ich die Trendlinie sperre und sie dann anklicke und versuche zu ziehen, geht das nicht. Sie ist bei diesem Kurs fixiert. Natürlich können Sie aber mit der rechten Maustaste auf die Linie klicken und die Option Lock sperren, also deaktivieren. Auf viele Funktionen, die ich Ihnen bereits vorgestellt habe, können Sie durch Anklicken der rechten Maustaste zugreifen. Manchmal können Sie eine Linie schneller formatieren, wenn Sie auf die rechte Maustaste klicken. Daher wird das Menü, das bei Anklicken der rechten Maustaste erscheint, auch Shortcut-Menü genannt. Ich kann die Linie also entsperren. Wenn sie mir zu hell ist, kann ich sie mit der rechten Maustaste anklicken. Ich kann die Transparenz erhöhen und sie auf meinem Bildschirm heller machen. Es gibt also verschiedene Einstellungen. Übrigens, und ich weiß, dass es das eine häufigere Frage ist, wenn ich hier in TradeStation auf ein Werkzeug klicke, erscheinen auf der Linie einige weiße kleine Kästchen.
Diese sind für die Analyse unwichtig. Die kleinen Kästchen auf der Linie zeigen nur an, dass das Objekt ausgewählt wurde. Wenn Sie im Kursdiagramm den Hintergrund anklicken, verschwinden sie wieder. Wenn Sie die Linie nochmals anklicken, werden die Kästchen wieder angezeigt. Die kleinen Kästchen zeigen nur an, dass das Objekt ausgewählt wurde. Wenn Sie den Hintergrund anklicken, wird die Auswahl aufgehoben. Gehen wir nun weiter mit der Trendlinie. Nehmen wir aber an, dass wir eine virtuelle Empfehlung erstellen möchten, eine kürzere Linie, die sich nicht über den ganzen Bildschirm erstreckt. Wie aber machen wir das? Hierfür brauchen wir eine Trendlinie. Wir klicken nun also auf die Trendlinien-Schaltfläche. Nach dem Anklicken verwandelt sich der Cursor in einen kleinen Stift. Für diese kleine Trendlinie müssen Sie auf zwei Punkte klicken, den Anfangs- und den Endpunkt. Ich klicke nun hier und dann auf einen horizontalen Punkt. Sie sehen, dass man das sehr gut erkennen kann, ob es tatsächlich eine horizontale Linie ist, und klicke erneut. Nehmen wir nun an, dass ich die Linie verkürzen möchte, sodass sie zwischen diesen beiden Punkten verläuft. Ich verschiebe sie nun ein wenig nach unten. Beachten Sie, dass ich die kleinen weißen Kästchen anklicke und die Linien verschieben kann. Vielleicht wollen Sie aber auch ganz sicher sein, dass Ihre Linie horizontal verläuft. Denn manchmal kann man nur schwer feststellen, ob sie horizontal verläuft. Dann können Sie die Linie genauso formatieren, wie wir es mit der horizontalen Linie gemacht haben. Ich werde die Trendlinien nun formatieren. Unter der Registerkarte Data finden Sie den Anfangs- und den Endkurs. Solange diese beiden Kurse gleich sind, haben Sie eine perfekte horizontale Linie. 1590, 1590, dann klicke ich auf OK. Wenn ich nun möchte, dass die Linie nicht ganz bis zur rechten Seite verläuft, kann ich auf die rechte Maustaste klicken und im Shortcut-Menü die Option Extend Right, also Verlauf nach rechts, deaktivieren. Wenn ich das Häkchen entferne, erhalte ich eine verkürzte Linie, die zwischen den beiden Endpunkten liegt. Ich klicke die Linie nun doppelt an. Wenn ich sie nur mit der rechten Maustaste anklicke, können Sie sehen, dass ich die Farbe verändern kann. Ich möchte nun, dass die Linie in Rot angezeigt wird. Klick mit der rechten Maustaste. Ich kann die Linie dicker machen und ich kann die Transparenz auf vielleicht 80% setzen. Klick mit der rechten Maustaste. Sie können auch auf die Beschriftung zugreifen. Wenn Sie die Beschriftung anzeigen möchten, können Sie das tun. Und wenn Sie zurückgehen zur Beschriftung, können Sie dort genau festlegen, was angezeigt werden soll. Zum Beispiel der Ankerpreis. Dadurch wird angezeigt, dass der Ankerpreis hier links liegt. 15,90 bis 15,90. Wenn ich auf die rechte Maustaste klicke, erscheint im Auswahlmenü keine Option zur Änderung der Schriftgröße. Aber wir wissen alle bereits, dass wir durch einen Doppelklick auf die Linie zu Style, also Schriftart, Labels kommen. Dort können wir eine größere Schrift auswählen und dann auf OK klicken und dann haben wir hier ein paar wichtige Informationen. Vielleicht habe ich die Linie zu transparent gemacht. Also klick auf die rechte Maustaste, zur Transparenz gehen und in 60% ändern. Dadurch ist die Linie auf dem Bildschirm ein wenig besser zu sehen. Michael, ein guter Punkt. Es gibt in TradeStation eine Snap-on-Funktion. Tatsächlich kann es jedoch sein, dass bei Aktivierung dieser Funktion Sie der Meinung sein könnten, dass mit Ihrer Zeichnung irgendetwas nicht stimmt. In der Vergangenheit haben einige Kunden bereits den technischen Support angerufen, weil sie eine Linie nicht dort ziehen konnten, wo sie es wollten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel hierfür. Wenn Sie zum Menü Drawing gehen, sehen Sie die Option Snap Mode. Im Snap-Modus können Sie auf einen Balken klicken und egal, was Sie gerade zeichnen, die Linie wird zum nächstgelegenen Kurs des Balkens, der gefunden wird, geführt. Wenn der nächste Kurs der Niedrigstkurs ist, wird die Linie dort fortgesetzt. Ich zeige Ihnen das mal. Ich werde diese Funktion nun aktivieren. Hierfür wähle ich im Menü Drawings die Option Snap Mode und aktiviere sie. Wie ich weiß, dass sie aktiviert ist, wenn Sie das Menü Drawings erneut aufrufen, sehen Sie, dass der Snap Mode aktiviert ist. Er ist angekreuzt. Ich gehe nun zurück zur Trendline-Funktion, wobei mein Cursor als kleiner Stift dargestellt wird. Achten Sie darauf, wo mein Cursor ist. Wenn ich versuche, eine Linie von hier zu ziehen und klicke, sehen Sie, dass die Linie ganz oben angezeigt wird. Wenn ich nun aber den zweiten Ankerpunkt hier unten zeichnen möchte, sehen Sie, dass die Linie nicht meinem Cursor folgt. Warum? Weil es dort unten keine Balken gibt. Und hier kommt der Snap-Modus ins Spiel. Im Snap-Modus wird nach dem Kurs auf dem Balken gesucht, der sich am nächsten zum Cursor befindet. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie möchten, dass Ihre zum
Linie zum Höchst-, Niedrigst-, Anfangs- oder Schlusskurs des Balkens verläuft, weil die Linie einfach automatisch zu diesem Kurs geführt wird. Der Snap-Modus ist also nun aktiviert. Wenn ich aber eine Trendlinie freizeichnen möchte, muss ich anders vorgehen. Ich kann auf eine Linie klicken und wenn ich diese weißen Kästchen sehe, kann ich auf meiner Tastatur die Löschtaste drücken, um diese Linie zu löschen. Ich werde diese Linie nun neuerlich zeichnen. Diesmal werde ich aber Punkte auf dem tatsächlichen Balken auswählen. Ich gehe nun zurück zu den Zeichenwerkzeugen, wähle Trendlinie und dann diese Position hier. Sehen Sie, ich muss den Cursor nicht genau an dieser Stelle positionieren, denn wenn ich klicke, verläuft die Linie automatisch ab dem Niedrigstkurs. Und wenn ich diesen Niedrigstkurs hier anklicke, sehen Sie wiederum, dass die genaue Position wieder irrelevant ist, weil die Linie wieder zum Niedrigstkurs geführt wird. Wenn Sie die Beschriftung für diese Linie sehen möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste und wählen Go to Label. Ich möchte, dass die Beschriftung angezeigt wird und ich möchte die Ankerpunkte sehen. Ich gehe da zu Label und wähle Show Anchor Prices, also Ankerpreise anzeigen. Das sind die Kurse 15,37 und 15,90. Wenn ich den Niedrigstkurs dieses Balken wissen möchte, müssen Sie links oben auf die Datenanzeige blicken. Dort sehen Sie, dass der Niedrigstkurs bei 15,37 liegt, also genau bei jener Position, wo sich mein Ankerpunkt befindet. Der andere liegt bei 15,90. Ich gehe nun zu diesem Balken und sehe mir den Niedrigstkurs für diesen Balken an. Dieser liegt bei 15,90. Der Ankerpunkt wird also genau bei diesen beiden Niedrigstkursen gesetzt. Ja, Paul, ich stimme Ihnen völlig zu. Der Snap-Modus kann sehr verwirrend sein, insbesondere wenn man nicht genau weiß, wie er funktioniert. Ich weiß das, weil das am Anfang auch bei mir der Fall war. Ich versuchte etwas zu zeichnen und dachte mir immer, warum macht das Programm nicht das, was ich will? Der Grund hierfür ist, dass der Snap-Modus aktiviert war und so die Linie automatisch zu dem Balken verläuft. Wenn Sie aber freizeichnen möchten, damit Sie die Kurse auswählen können, die Sie möchten, müssen Sie darauf achten, dass der Snap-Modus deaktiviert ist. Sherja, zu Ihrer Frage, ob man die Transparenz der angezeigten Kurse ebenfalls ändern kann. Ja, kann man. Sehen Sie hier rechts, wo meine Balken ein intensives Grün aufweisen? Ich habe Ihnen das schon gestern gezeigt. Wenn Sie die Transparenz dieser Balken ändern möchten, müssen Sie das Symbol formatieren. Hierfür müssen Sie die Balken doppelt anklicken und dann zu Style gehen. Dort können Sie die Transparenz der Balken ändern. Vielleicht möchten Sie aber manchmal die verschiedenen Symbole kombinieren und abgleichen und die Transparenz der Symbole ändern. Das sollte möglich sein. Beachten Sie, dass dies aber nur bei der Version 9.5 möglich ist. Danke für den Hinweis. Pat, ich glaube, Sie meinen dieses Feld hier, das in der linkeren oberen Ecke angezeigt wird. Standardmäßig erscheint dieses Feld neben Ihrem Cursor. Man nennt es das Datenanzeigefenster. Um es zu aktivieren, müssen Sie zu View, Chart Analysis Preferences gehen. Unter der Registerkarte Display finden Sie die Option Data Tips, also die Datenanzeige, und Show Data Tips. Meine momentane Einstellung sieht vor, dass diese Anzeige links oben im Kursdiagramm angezeigt wird. Wenn Sie jedoch das Dropdown-Menü öffnen, sehen Sie andere Möglichkeiten. Ich glaube, die Standardeinstellung ist unterhalb und rechts neben dem Mauscursor. Und wenn ich auf OK klicke und die Funktion erneut ausprobiere, sehen Sie, dass die Datenanzeige nun meinem Cursor folgt und aktiviert ist. Auch die Funktion, dass das Datenanzeigefenster hier oben links eingeblendet werden kann, ist neu und gibt es nur bei der Version 9.5. Ich glaube aber, dass es auch bei 9.1 einige Optionen zur Anzeige des Datenanzeigefensters gibt. Sämtliche Optionen sind jedoch nur bei der Version 9.5 verfügbar. Wir haben bereits über die Trendlinie gesprochen. Nun werde ich Ihnen anhand eines Beispiels einige andere Funktionen erklären, die in Bezug auf die Trendlinie nützlich sind. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf die Trendlinie klicke und Label aufrufe, sehen Sie viele verschiedene Optionen, die Sie für die Trendlinienanzeige aktivieren können. Wenn Sie die prozentuale Änderung sehen möchten, wird diese genau hier angezeigt. Ich weiß, das ist aufgrund der Schriftart etwas schwer zu sehen. Ich werde die Anzeige vergrößern, damit Sie es besser sehen können. Ich wähle Fettdruck 12 und klicke auf OK. Die Balken befinden sich leider genau hinter der Anzeige. Sie sehen, es wird plus 3,45% angezeigt. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass von dem einen Ankerpunkt, dem Ausgangspunkt unserer Linie mit dem Wert 15,37, zum anderen Ankerpunkt mit dem Wert 15,90 die Kursänderung 3,45% betrug. Sie können also Trendlinien auch zur Verfolgung von Kursänderungen oder Zeitspannen verwenden, wenn Sie genau wissen möchten, wie viel Zeit zwischen diesem Balken und dem Balken, an dem die Trendlinie endet, liegt. Klicken Sie auf die rechte Maustaste, gehen Sie zur Beschriftung und lassen Sie sich die Zeitspanne anzeigen. In diesem Fall beträgt die Zeitspanne genau 15 Tage und 21 Stunden. Wenn wir die Schriftfarbe ändern möchten, können wir das wahrscheinlich besser sehen. Wir haben bereits über den Verlauf der Trendlinie gesprochen. Sie sehen hier, dass die Linie zur rechten Seite hin verläuft. Ich kann aber die rechte Maustaste anklicken und im Shortcut-Menü Extended Right deaktivieren, wenn ich möchte, dass die Linie von meinem Anfangs- bis zu meinem Endpunkt verläuft. Sie können in TradeStation für Linien ziemlich viele Einstellungen vornehmen. Michael, glaube, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Sie möchten, dass ich die Daten zur rechten Seite des ersten Punktes verschiebe. Leider weiß ich nicht genau, was Sie damit meinen. Könnten Sie mir das bitte genauer erklären? Man kann den Datenpunkt hier bis zu einem gewissen Grad verschieben. Beachten Sie, dass Sie ihn jedoch nicht nach rechts verschieben können. Ich werde mir das gleich ansehen. Sie können die Position Ihrer Linie nur bis zu einem bestimmten Ausmaß ändern. Ich rufe nun das Menü Drawing auf und deaktiviere den Snap Mode, da ich in diesem Modus nicht dort zeichnen kann, wo ich möchte. Beachten Sie jedoch, dass die Linie nur bis zu einem gewissen Punkt verläuft. Der Grund dafür ist, dass es rechts nicht genügend Balken gibt. Ich glaube, ich habe gestern bereits angesprochen, dass Sie das Fenster formatieren können, um rechts mehr Platz hinzuzufügen. Sagen wir, ich möchte rechts weitere 50 Balken hinzufügen, damit ich mehr Platz habe, um diese Linie weiter nach rechts zu ziehen, wenn ich das wollte. Wenn Sie also in Zukunft Linien zeichnen und verlängern wollen, sollten Sie Format Window aufrufen, Entschuldigung, um die Anzahl der Balken zu erhöhen bzw. den Platz auf der rechten Seite zu vergrößern. Michael, ich glaube schon, dass Sie die Anzeigeposition der Beschriftung ändern können. Ich sehe mal, ob ich das kann. Wenn ich hier mit der rechten Maustaste klicke, wenn ich die Linie formatiere und zu Label gehe, haben Sie hier die Option Right Justify, also Anzeige rechts. Aktivieren diese Option mal. Okay, dadurch wird die Beschriftung rechts vom Kursdiagramm angezeigt. Wenn ich im Kursdiagramm weiter nach rechts gehe, sehe ich die Anzeige hier. Sie können die Daten also entweder nach links oder nach rechts verschieben. Das ist also möglich. Nun genug zu den Zeichenwerkzeugen. Gehen wir zu einem anderen Thema. Alle Zeichenwerkzeuge in TradeStation können auf unterschiedliche Weise zum Zeichnen eingesetzt werden. Wenn Sie also eine spezifische Frage haben, ich zeige Ihnen mal ein spezielles Beispiel. Wenn Sie eine Zeichnung löschen möchten, gibt es hier im Menü Drawing eine Option namens Remove Drawing Objects, also Zeichenobjekte entfernen. Sie sehen sie hier. Wenn Sie diese Option anklicken, sehen Sie alles, was Sie bisher gezeichnet haben. Wenn Sie nun all Ihre Trendlinien entfernen möchten, dann wählen Sie Trendlinien oder wenn Sie die horizontalen Linien entfernen möchten, dann horizontale Linien. Sie können auch beide Optionen auswählen und auf OK klicken. Dadurch wird alles, was Sie bisher gezeichnet haben, gelöscht. Aber egal, ob Sie Text oder Kästchen hinzufügen möchten, es ist im Großen und Ganzen immer derselbe Ablauf. Einfach die Linie doppelt anklicken und formatieren. Sie können also mit den Zeichenwerkzeugen unterschiedlichstes tun. Hier haben wir die Fibonacci-Linien. Sie wählen einen Niedrigstkurs und dann einen Höchstkurs und anhand der Fibonacci-Methode wird die prozentuale Veränderung berechnet. So kann das gezeichnet werden.
Michael, in TradeStation gibt es keine Option zum Zeichnen eines Dreiecks. Die einzige Möglichkeit, mit der ich ein Dreieck zeichnen kann, ist das Freihandzeichnen von Trendlinien, die man dann zu einer Art Dreieck anordnet. Allerdings gibt es in TradeStation diese Option nicht als Standardform. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Sie im TradeStation App Store ein solches Dreieck finden. Ich habe bereits nachgesehen, aber nichts gefunden. Aber vielleicht finden wir es, wenn wir mal danach suchen. Easy Language kann beim Zeichnen ziemlich nützlich sein. Mit Easy Language können Trendlinien gezeichnet werden, aber möglicherweise nicht unbedingt ein Dreieck. Ich nehme an, denselben Effekt erzielen Sie, wenn Sie drei verschiedene Trendlinien zeichnen, die insgesamt ein Dreieck ergeben. Gehen wir nun weiter mit den Analysetechniken in TradeStation. Zuerst werde ich aber meine Zeichenwerkzeugleiste links entfernen. Ich gehe da zu View, Toolbars und deaktiviere das Zeichenwerkzeug. David, wenn Sie das Teilnehmerfeld und das Chatfenster entfernen möchten, können Sie auf die kleine Schaltfläche klicken, die Sie rechts unten zwischen Ansicht und Chat sehen. Dadurch können Sie den Chatbereich reduzieren oder erweitern. Die Schaltfläche befindet sich in der Mitte zwischen Ansicht und Chat. Mit dieser Schaltfläche können Sie den Bereich, wie gesagt, reduzieren. Sprechen wir nun über Analysetechniken. In TradeStation gibt es fünf Analysetechniken, die Sie einfügen können: Indicators, also Indikatoren, Show-Me's, Meldeanzeigen, Paint-Bars, also Zeichenleisten, Activity-Bars, also Aktivitätleisten und Probability-Map, also Wahrscheinlichkeitskarten. Am häufigsten werden Sie wahrscheinlich die drei obersten Methoden verwenden, also Indikatoren, Meldeanzeigen und Zeichenleisten. Aktivitätsleisten sind eine eher speziellere Analysetechnik und stehen Ihnen bei der Erstellung von Kursdiagrammen zur Verfügung. Meistens werden Sie jedoch alles, was Sie benötigen, in den drei oberen Kategorien finden. Es ist ganz egal, welche Technik Sie hier anklicken. Wenn Sie Indikator anklicken, erscheint das Dialogfenster Insert and Analysis Technique mit fünf verschiedenen Registerkarten ganz oben. Sie können auf irgendeine dieser Registerkarten klicken und herausfinden, was in den einzelnen Kategorien aufgelistet ist. Beginnen wir mit Indicator. Ich werde einen häufig verwendeten Indikator wählen, genannt Moving Average Two Line. Ich klicke auf OK und der Indikator erscheint automatisch auf meinem Bildschirm. In Bezug auf das Dialogfenster Insert und die Option Indicator möchte ich Ihnen ein paar Dinge zeigen. Zum Beispiel, wenn ich Moving Average Two Line auswähle, sehen Sie hier unten das Kontrollkästchen Prompt for Format, also Aufforderung zur Formatierung. Wenn Sie also zwei Linien formatieren möchten, bevor sie in der Grafik eingefügt werden, sollten Sie dieses Kästchen unbedingt ankreuzen. Denn dadurch gelangen Sie zum Formatierungsdialogfenster dieses Indikators, bevor er in das Kursdiagramm eingefügt wird. Auch wenn Sie irgendetwas finden, was für Sie interessant erscheint, wie dieser Marktzugangsindex, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wofür dieser benötigt wird. Ich bin kein Experte in Bezug auf die einzelnen Analysetechniken in TradeStation und einige dieser Methoden sind auch ziemlich neu. Zum Beispiel ist es das erste Mal, dass ich diesen hier angeklickt habe. Wenn irgendeine Option für Sie interessant ist und Sie sie anklicken, können Sie hier unten auf Definition klicken. Dadurch öffnet sich die TradeStation-Hilfe und ein Dokument, in dem der Indikator und seine Funktionsweise erklärt werden. Es ist zu sehen, wie der Indikator angezeigt wird und Sie erhalten einen Marktüberblick. Sie sehen Informationen zur Eigengabe und wie Sie den Indikator personalisieren können. Es ist also gut zu wissen, dass Sie unter Insert Analysis Technique, also Analysetechniken einfügen, auf den Indikator klicken können und dann auf Definition und so eine umfassende Beschreibung erhalten. Nehmen wir aber einmal an, dass Sie vergessen haben, einen Indikator zu formatieren und dieser gleich im Diagramm eingefügt wird. Und dann stellen Sie fest, dass das nicht die beiden Linien sind, die Sie wollten. Sie sehen, dass standardmäßig bei der Option 2 Line Moving Average, also gleitender Mittelwert zwei Linien, ein gleitender Mittelwert aus 9 Balken und 18 Balken verwendet wird. Und das sind vielleicht nicht die Parameter, die Sie möchten. Nehmen wir an, Sie bevorzugen 50 und 100. Okay. Sie können eine der Linien doppelt anklicken. Und im angezeigten Fenster gehen Sie dann auf Inputs. Denken Sie bei Eingaben an festgelegte Parameter, die Sie ändern können, um die Berechnungsmethode der Analysetechniken zu ändern. Hier sehen wir die 9 und die 18, die Standardparameter für den gleitenden Mittelwert. Sie können sie in 50 und 100 ändern, wie zuvor bereits gesagt, beziehungsweise jeden anderen Wert, der Ihnen für Ihre Analyse als geeignet erscheint.
Der eine Wert kennzeichnet die Fast Length, also die schnelle Länge, und der andere die Slow Length, also die langsame Länge. Im Zusammenhang mit den Analysetechniken möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass sich im TradeStation der Begriff Length nicht unbedingt auf Tage bezieht. Er bezieht sich vielmehr auf die Anzahl der verwendeten Balken. Das Kursdiagramm, das bei mir im Hintergrund angezeigt wird, ist ein Kursdiagramm der Bank of America mit einem 60-Minuten-Intervall. Wenn ich hier 50 festlege, bezieht sich das nicht auf den Durchschnitt eines 50-Minuten-Intervalls, denn das Intervall liegt ja bei 60 Minuten. Vielmehr werden 50 dieser 60-Minuten-Balken herangezogen und der Durchschnitt daraus berechnet. Ich klicke nun auf OK und so sieht die Linie jetzt aus. Vielleicht sehen Sie sich aber die Mittelwerte an und sagen, das ist aber sehr komisch, warum sehe ich den gleitenden Mittelwert nicht bei den Balken am Anfang des Diagramms? Und vielleicht haben Sie dieses Problem auch mit Ihrer TradeStation. Der Grund dafür, warum ich keine Linie am Anfang des Kursdiagramms sehe, liegt darin, dass der Anfang des Kursdiagramms, also die ersten paar Balken des Kursdiagramms zur Berechnung des gleitenden Mittelwertes herangezogen werden. Erst nach 100 Balken kann der Indikator mit der grafischen Darstellung beginnen. Nur mit Hilfe dieser Informationen kann er den gleitenden Mittelwert berechnen. Sie können eine weitere Linie nur dann hinzufügen oder eine Linie verlängern und mehr vom gleitenden Mittelwert sehen, wenn Sie diese Grafik weitere Daten aus der Vergangenheit hinzufügen. Es gibt also nicht genügend historische Daten. Dieses Diagramm beginnt erst am 7. August. Ich füge also weitere historische Daten hinzu, sagen wir weitere 6 Monate. Ich verwende hierfür das Befehlsfeld. Beachten Sie, dass ich 6 Monate eingebe und die Enter-Taste drücke. Waren das 6 Monate? Sehen wir uns das genauer an. Ich gehe zu Format Symbol und hier sehen Sie die Option 6 Monate zurück. Diese werden jedoch nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Ich werde die Daten deshalb neuerlich laden. Sie können die Daten im Kursdiagramm ganz einfach wieder mit Ctrl plus R laden. Die Daten werden nun geladen. Hier sehen Sie den Download-Planer. Ich entscheide mich dafür, dass die Daten so schnell wie möglich geladen werden und klicke auf OK. Mit Hilfe der Tastenkombination Ctrl plus R werden die Daten so auf dem Bildschirm wieder geladen. Sehen Sie, was mit meinem Kursdiagramm passiert ist? Ich wollte die Daten von 6 Monaten anzeigen, aber es wurden nicht alle Daten geladen. Mit Ctrl plus R können Sie den Inhalt aktualisieren. Nun kann ich zurückscrollen und mir die Linien aus der Vergangenheit ansehen. Nicht bis ganz zum Anfang allerdings, da der Anfang als Startpunkt für die Berechnung verwendet werden muss. Daran sollten Sie stets denken. Manchmal, wenn Sie mehr Daten auswählen, als verfügbar sind, werden Ihre Indikatoren deaktiviert. Das sollten Sie stets bedenken. Mark, ich habe Ihre Frage gesehen. Ein sehr spezifisches Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses spezifische Tool verwendet wird, aber jede Trendlinie, die Sie in TradeStation zeichnen, kann in jede Richtung gezeichnet werden. Wir haben zunächst eine Trendlinie als horizontale Linie gezeichnet und dann eine diagonale Linie. Eine Trendlinie kann aber auch als vertikale Linie gezeichnet werden, wenn Sie wissen wollen, wie sich der Kurs zwischen einem Punkt und einem anderen verändert hat. Vielleicht wurde das auch so gemacht. Einfach eine Trendlinie auswählen, auf den Einstiegspreis klicken, dann auf den Endkurs und berechnen. Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten und Werkzeuge, die Sie verwenden können. Ich bin mir nicht sicher, ob die prozentuale Veränderung berechnet wurde, weil es hier im Zeichenmenü einen Rechner hierfür gibt. Wenn Sie die Fibonacci-Werkzeuge aufrufen, gibt es dort einen Rechner zur Berechnung der Kursänderung und zur Berechnung der Prozentsätze basierend auf den Fibonacci-Kursverhältnissen zwischen 3 verschiedenen Punkten. Sie können also verschiedene Werkzeuge verwenden. Leider weiß ich nicht genau, was genau verwendet wurde. Sprechen wir nun ein wenig über den gleitenden Mittelwert. Der gleitende Mittelwert sucht nach Überschneidungen. Wie bei allen Indikatoren haben Sie auch hier die Möglichkeit, Alarme zu aktivieren. Wenn Sie die Linien doppelt anklicken, können Sie die Alarme aufrufen und aktivieren. Natürlich gibt es verschiedene Alarmtypen.
zum Beispiel die einmalige Alarmausgabe. Das heißt, dass Sie im Falle einer Überschneidung einmal alarmiert werden und dann nicht mehr. Dieser Alarm ist aber hier deaktiviert. Es gibt auch die Option, dass ein Alarm einmal pro Balken basierend auf dem Intervall ausgegeben wird. Das heißt, dass Sie im Falle eines 60-Minuten-Intervalls maximal einmal pro Balken oder einmal alle 60 Minuten alarmiert werden. Und dann gibt es hier den Daueralarm. Das heißt, bei jedem Tick, das für die Bank of America eingeht, wird der Alarm ausgelöst und Sie erhalten eine Benachrichtigung. Unter Configure können Sie den Alarm konfigurieren. Das heißt, ob er hörbar, visuell und so weiter sein soll. Alarme müssen jedoch aktiviert werden. Das ist oft sehr wichtig. Für jeden Indikator, den Sie verwenden, müssen Sie den Alarm aktivieren. Standardmäßig sind sie deaktiviert. Wenn Sie also alarmiert werden möchten, müssen Sie dieses Menü aufrufen, den Alarm aktivieren und auf OK klicken. Ganz oben links auf meinem Bildschirm sehen Sie, dass mein gleitender Mittelwert den Alarm ausgelöst hat. Und wenn sich die zwei Linien überschneiden, werde ich je nach der Benachrichtigungsoption, die ich im Nachrichtencenter festgelegt habe, alarmiert. Larry, ich sehe Ihre Frage über die Verwendung eines einmaligen Alarms bei Tageskursdiagrammen. Das hängt lediglich davon ab, wie Sie alarmiert werden wollen. Manchmal kann es sein, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen und Sie dann womöglich den Alarm verpassen. Berücksichtigen Sie so etwas bei der Festlegung Ihrer Alarme. Wenn Sie nämlich pro Balken eine einmalige Alarmausgabe oder überhaupt nur einen einmaligen Alarm festlegen und es eine Überschneidung gibt, bei der der Alarm ausgelöst wurde, Sie den Alarm aber verpassen, wird er nicht wieder ausgegeben. Andererseits, wenn Sie sich für einen Daueralarm entscheiden, werden Sie bei jedem einzelnen Tick, das Ihren Kriterien entspricht, alarmiert. Alles hängt von Ihren Präferenzen ab. Sie können aber immer das Nachrichtencenter aufrufen. Ich zeige Ihnen das einmal. Unter dem Menü View gibt es eine Option Message Center. Im Nachrichtencenter werden alle Alarme gespeichert, die in Ihrer TradeStation ausgelöst wurden. Ich rufe nun das Nachrichtencenter auf. Beachten Sie, dass es unten zwei Registerkarten gibt. Die Registerkarte, die standardmäßig angezeigt wird, ist die Registerkarte Alerts. Und jeder einzelne Alarm, der in meiner TradeStation ausgelöst wurde, wird hier aufgezeichnet. Sie sehen hier Symbol, Ursache, ob es eine Analysetechnik oder ein anderer Auslöser war, das Intervall, die Angaben zum Alarm, den Kurs bei der Alarmauslösung, Datum und Uhrzeit und das Fenster, in dem der Alarm ausgelöst wurde. Eine Menge Informationen also. Wenn Sie also einen Alarm verpasst haben, können Sie das Nachrichtencenter aufrufen und dort die Informationen einsehen. Bei allen Analysetechniken ist in den Indikator ein Alarmkriterium integriert. Man muss daher nur wissen, wie der Indikator konzipiert wurde. Das ist der gleitende Mittelwert mit zwei Linien. Der integrierte Alarm sieht vor, dass der Alarm immer dann ausgelöst wird, wenn sich zwei Linien überschneiden. Wenn Sie jedoch möchten, dass ein Alarm auch bei einer Linie ausgegeben wird, ich sehe Ihre Frage, müssen Sie die Option Single Moving Average, also gleitender Mittelwert einer Linie, auswählen. Gehen Sie hierfür zu Insert Indicator und markieren Sie Moving Average One Line. Dieses Alarmkriterium wird in Easy Language kodiert. Wenn Sie das standardmäßige Alarmkriterium eines Indikators also ändern möchten, müssen Sie Easy Language heranziehen. Eine dieser Lektionen unserer Serie bezieht sich auf die Einführung zu Easy Language und die Änderung Ihrer Analysetechniken. Wenn Sie jedoch den Code anzeigen wollen, um den Alarm zu ändern, wähle ich den Indikator und klicke auf die Schaltfläche Edit Easy Language. Dadurch erscheint die TradeStation Entwicklungsumgebung. Der hier angezeigte Text dient der Steuerung des gleitenden Mittelwerts. Und beachten Sie, dass das Alarmkriterium Teil des Codes ist. Wenn der Kurs über den Mittelwert hinausgeht, wird der Alarm ausgegeben. Wenn der Kurs unter dem Mittelwert fällt, dann wird ebenfalls der Alarm ausgegeben. Sehr einfach, total unkompliziert. Ich wollte Ihnen dadurch nur zeigen, dass Easy Language gar nicht so kompliziert ist. Natürlich können Sie in Easy Language auch jedes Level für Fortgeschrittene aufrufen. Wenn es Ihnen aber einfach nur um Begriffe oder Anweisungen geht, ist Easy Language ganz einfach. In der Einführung zu Easy Language werde ich Ihnen einige Beispiele dafür geben, wie man damit arbeitet. Sie müssen sich über Alarmkriterien
jedoch nicht den Kopf zerbrechen, da sie ohnehin bereits in die Indikatoren integriert sind. Sie müssen sie nur aktivieren. Wenn Sie nur die standardmäßigen Alarmkriterien verwenden möchten, sind die meisten bereits integriert. Einige Indikatoren, wie die gleitenden Mittelwerte, werden gleich direkt über den Balken angezeigt. Es gibt aber auch Indikatoren, ich gehe kurz zurück zur Registerkarte-Indikator, die am unteren Bildschirmrand angezeigt werden. Wenn ich etwas einfüge, wie das durchschnittliche Volumen und auf OK klicke, sehen Sie, dass das durchschnittliche Volumen hier unten angezeigt wird. Das durchschnittliche Volumen ist ein interessanter Indikator. Basierend auf dem Intervall, das Sie hier oben sehen, wird ein Volumen grafisch dargestellt. Dieses Kursdiagramm hat ein 60-Minuten-Intervall. Die Volumenbalken, die Sie hier unten sehen, stellen also das Volumen für jeden 60-Minuten-Balken dar. Die gelbe Linie, die hier quer verläuft, markiert den Durchschnitt oder einen Mittelwert für 50 Balken. Ich möchte nun diesen Indikator verwenden, weil es hier einige Aktivitäten gibt. Wenn ich einen der Balken doppelt anklicke, erscheint das Fenster Format Indicator. Ich zeige Ihnen nun ein paar Dinge, die Sie hier tun können. Zunächst einmal, die durchschnittliche Länge bezieht sich auf 50 Balken. Sie können jedoch die Anzahl der Balken, die für die Berechnung dieser gelben Linie verwendet werden, ändern. Die Aktien der Bank of America mit einem 60-Minuten-Intervall werden durchschnittlich mit einem Volumen von 8,3 Millionen Aktien alle 60 Minuten gehandelt. Sie sehen das Volumen gleich hier. Der prozentuale Alarm ist ein sehr interessanter Alarm, weil sie immer dann alarmiert werden, wenn das Volumen den Durchschnittswert um diesen Prozentsatz übersteigt. Auch dieser Alarm ist in den Indikator integriert. Sie müssen ihn nicht programmieren. Sie müssen nur hier die Prozentzahl festlegen. Gehen Sie hierfür zu Alerts, aktivieren Sie den Alarm und klicken Sie dann auf OK. Nun habe ich meinen Alarm für die Überwachung des durchschnittlichen Volumens aktiviert. Und immer wenn ein 60-Minuten-Balken den Durchschnitt um 60% übersteigt, wie es hier bei diesen Höchstkursen der Fall ist, sollten wir alarmiert werden. Fidel, um den exponentiellen Wert zu finden, müssen Sie einfach nur Insert Indicator aufrufen. In diesem Indikator wird als Moving Average Exponential, also gleitender Mittelwert, exponentiell aufgezeigt. Hier sollte er sein, der exponentiell gleitende Mittelwert. Sie sollten ihn unter Insert und der Registerkarte Indicator sehen können. Michael, Sie stellen eine gute Frage. Wie kann man den Volumenindikator verschieben, wenn man am unteren Bildschirmrand mehrere Indikatoren angezeigt bekommt? Ich zeige Ihnen gleich, was passiert, wenn ich einen weiteren Indikator hinzufüge. Ich rufe nun Insert und Indikator auf und füge ein MACD ein. Das Einfügen von Indikatoren und das Formatieren von Indikatoren geschieht auf ähnliche Art und Weise. Sobald Sie wissen, wie man einen Indikator formatiert und den Alarm für einen Indikator aktiviert, können Sie das bei allen anderen Indikatoren auch machen, weil es im Großen und Ganzen immer dasselbe ist. Daher zeige ich Ihnen nun ein paar Beispiele. Wenn ich Ihnen nämlich jeden einzelnen Indikator erklären müsste, wären wir in ein paar Wochen noch immer hier. Vergessen Sie daher einfach nicht, wie man Indikatoren formatiert, denn, wie gesagt, es ist immer dasselbe. Sie können die Linien hier stärker machen. Das möchte ich nun mit meinen Indikatoren tun, da sie dann auf diesem Bildschirm besser zu sehen sind. Den MACD habe ich nicht verändert, deshalb sind die Linien sehr dünn. Wenn ich diese Linien aber ändern will, muss ich die Linien nur doppelt anklicken, dann Style aufrufen, MACD anklicken, die MACD-Linie stärker machen. Ich kann auch MACD-Chin anklicken und diese Linie stärker machen und sie dann als Standard festlegen. Wenn ich Standard anklicke, wird die MACD-Linie jedes Mal, wenn ich sie verwende, diese Linienstärke aufweisen und ich klicke auf OK. Hier sehen Sie, wie die Indikatoren nun angezeigt werden. Nun aber möchte ich, dass meine Indikatoren ganz anders angezeigt werden. Ich möchte, dass das Volumen unten und mein MACD oben angezeigt werden. Hierfür eignet sich ganz hervorragend die Zielfunktion. Wenn ich den Volumenindikator anblicke, sehen Sie dieses kleine Feld mit dem Kursdiagramm darin. Ich ziehe dieses Feld nun nach unten, bis in diesem kleinen Feld ein Stern zu sehen ist. Sehen Sie den kleinen Stern hier? Falls Sie nichts sehen, er befindet sich in dem kleinen Kästchen, wo mein Cursor ist. Der kleine Stern. Ich verschiebe das Feld ein wenig nach oben, damit Sie es sehen können, wie der Stern wieder verschwindet. Sehen Sie, wie er verschwindet? Wenn ich das Feld nur nach ganz unten ziehe, bis ich einen kleinen Stern sehe und dann das Feld wieder loslasse, sehen Sie, wie sich die Indikatoren auch ändern? Es wird eine Weile dauern, bis Sie sich daran gewöhnt haben, dass Sie die Indikatoren einfach durch Anklicken an eine andere Position ziehen können. Sie können aber auch die längere Vorgehensweise wählen. Gehen Sie hierfür zu Format und Analysis Techniques.
Wenn Sie diese Option aufrufen, erscheint dieses Dialogfenster mit allen Indikatoren, die Sie bereits in das Kursdiagramm eingefügt haben. Nun, jene Analysetechnik hat auch eine Subgrafik. Wenn ich auf mein Kursdiagramm blicke, ist der MACD-Indikator die Subgrafik 2. Sie haben also die Hauptgrafik, die Subgrafik 2 und die Subgrafik 3 mit einem durchschnittlichen Volumen. Wenn ich zu meinem durchschnittlichen Volumen gehe und Format anklicke, wird unter der Registerkarte General, also Allgemeines, nein, unter Scrolling, also Skalierung, die Subgrafik angezeigt. Für das durchschnittliche Volumen kann ich nun eine andere Subgrafik auswählen. Nun möchte ich, dass das durchschnittliche Volumen als Subgrafik 2 angezeigt wird. Sehen Sie, wie der Indikator dort positioniert wird, wo sich zuvor der MACD befand? Und ich kann auch den MACD markieren, Format anklicken und für diesen Indikator die Subgrafik 3 festlegen. Sie können die Anzeige also auch ändern. Der Weg ist nur etwas länger. Ich bevorzuge für gewöhnlich die Zielfunktion. Ich klicke also auf die Volumenbalken und ziehe sie hierher, bis ich einen kleinen Stern sehe. Und wenn ich die Maustaste loslasse, ändert sich die Anzeige. Alexander, Sie wollen wissen, wie man die automatisierte Skalierung festlegt. Hierfür müssen Sie die Registerkarte Scaling aufrufen und darauf achten, dass die Option Automatic aktiviert ist. Wenn diese als Standardoption festgelegt ist, erfolgt die Skalierung automatisch. Jede Einstellung in TradeStation kann nämlich als Standardeinstellung festgelegt werden. Peter, Sie stellen eine gute Frage. Peter möchte, dass die Analysetechniken einen bestimmten Prozentsatz des vertikalen Bereichs einnehmen. Hierfür müssen Sie jedoch zuerst die Analysetechniken einfügen. Sie können nicht einfach sagen, okay, wenn ich irgendwann einen dritten Indikator einfüge, möchte ich, dass dieser dritte Indikator nur 10% meines vertikalen Bereichs einnimmt. Hierfür gibt es keine Funktion. Wenn Sie aber einmal all Ihre Indikatoren an Ort und Stelle haben, können Sie sie manuell neu anordnen. Ich kann zum Beispiel meinen Cursor genau hier zwischen meinen Daten und dem MACD platzieren. Beachten Sie, dass sich mein Cursor in diesem Doppelpfeil ändert und ich durch Ziehen den Bereich für mein MACD vergrößern kann. Dasselbe kann ich auch zwischen meinem MACD und meinem durchschnittlichen Volumen tun. Ich kann meinen Cursor genau dazwischen platzieren, bis er sich in einem Doppelpfeil ändert. Ziehen und dann die Größe des Bereichs für diese bestimmte Subgrafik ändern. Das ist jedoch die einzige Möglichkeit, wie Sie den verfügbaren Bereich für jeden der Indikatoren ändern können. Das geht nur manuell. Sie können auch eine Linie hinzufügen, der die Subgrafiken unterteilt, denn wie Sie sehen können, sind die Subgrafiken nicht durch eine Linie getrennt. Ich weiß jedoch, dass sich viele Benutzer eine solche Linie wünschen, damit die Grafiken übersichtlicher voneinander abgetrennt sind. Was also können Sie tun? Gehen Sie zu Format, Window und wählen Sie Style. Dort finden Sie ein Kästchen mit dem Text Show Subgraph Dividers. Wenn ich auf OK klicke, sehen Sie diese vertikale Linie, welche die Subgrafiken trennt. So sehen Sie genau, wo die Trennlinie dieser Subgrafik verläuft und es ist für Sie einfacher, die Linie anzuklicken und sie zu verschieben. Walter, das On-Balance-Volumen finden Sie in der Liste mit den Indikatoren. Wenn Sie zu Insert Indicator gehen, finden Sie diesen Indikator dort. Hier ist On-Balance-Volume. Wenn Sie möchten, dass die On-Balance-Line über dem Volumen verläuft, dann ist das etwas anderes. Und wenn Sie eine Kombination daraus möchten, müssen Sie Easy Language nutzen, wo die regulären Volumenbalken das On-Balance-Volumen anzeigen. Ein wenig knifflig, aber hierfür müssen Sie Easy Language nutzen. Und das kann natürlich jeder tun. Wenn Sie einen Indikator ändern möchten, müssen Sie diese Änderung in Easy Language vornehmen. Hier sehen Sie, dass das On-Balance-Volumen negativ ist. Minus 339 Millionen. Mein reguläres Volumen liegt bei 4 Millionen. Die Skalierung passt aber nicht ganz.
Was können Sie also tun? Ich zeige Ihnen nun einen Trick, den ich in diesem Kurs noch nicht gezeigt habe. Ich klicke auf das On-Balance-Volumen und ziehe es aber nicht dorthin, wo ich den Stern sehe. Denn wie wir wissen, bedeutet ein Stern, dass die Subgrafik unterteilt wird. Stattdessen ziehe ich das Feld ein wenig nach rechts hier in die Mitte meines Volumenindikators und versuche, diesen Indikator über den anderen zu ziehen. Wenn ich die Maustaste loslasse, erscheint das Fenster Select the axis on which to scale on balance volume. Also wählen Sie die Achse für die Skalierung des On-Balance Volumes. Und hier geht es nun um die Skalierung, die ich vorher schon angesprochen habe. Der negative On-Balance-Wert wird die Skalierung hier für das reguläre Volumen durcheinander bringen, weil es zwei komplett verschiedene Skalierungen sind. Eine ist auf der positiven Seite und die andere auf der negativen. Anstatt nun aber die rechte Achse als Standard zu wählen, wähle ich die linke Achse. Dann klicke ich auf OK. In meinem Kursdiagramm erscheint nun auf der linken Seite eine Skalierung, wo ich verschiedene Indikatoren sehe. Nun ist mein On-Balance-Volumen Teil der Volumensubgrafik. Ich sehe das Volumen jedoch rechts und das On-Balance-Volumen links. Das können Sie mit jedem Indikator tun. Wenn Sie also manchmal in Ihrem Kursdiagramm Platz sparen möchten, können Sie beide Indikatoren übereinander legen und Ihre eigenen Skalierungen zuweisen. Eine rechts und eine links. Alexander, leider weiß ich nicht genau, was da gerade passiert. Sie haben ein Kursdiagramm mit 78 und eines mit 195 Minuten. Und wenn Sie beide öffnen, kehren Sie zur Einstellung Manual, also manuell, zurück. Das ist wirklich eigenartig und sollte nicht passieren. Wenn Sie die Skalierung nicht im Manual geändert haben, sollte sie immer gleich sein. Vielleicht wenden Sie sich an den technischen Support, der Ihnen bei der Problemlösung helfen kann. Ich bezweifle, dass es sich hierbei um eine Störung handelt. Vielleicht gibt es eine Funktion, die deaktiviert ist und sich auf Ihre Skalierung auswirkt. Einige Ihrer Indikatoren werden grau angezeigt. Wenn Sie Insert und Indicator aufrufen, werden Indikatoren manchmal in grau angezeigt. Der Grund hierfür ist, dass der Indikator wahrscheinlich in Easy Language geändert wurde. Alle meine Indikatoren hier können jedoch angeklickt werden. Wenn Sie einen Indikator ändern, können Sie ihn ohne Verifizierung nicht verwenden. Sie müssen diesen Indikator also verifizieren. Da das ein längerer Prozess ist, werde ich Ihnen das jetzt nicht zeigen. Wenn Sie jedoch an meinem Easy Language Kurs teilnehmen, werden Sie erfahren, wie man Easy Language Dokumente verifizieren und dadurch einfügen kann. So viel zu Indikatoren und Analysetechniken. Ich gehe nun weiter auf Seite 6 mit den Multidaten-Kursdiagrammen. Denn ich sehe nämlich Ihre Frage und weiß, dass mir die Zeit davon rennt und ich mit dem Multidaten-Charting beginnen muss. Ich gehe nun hier herüber und erstelle ein neues Kursdiagramm. Ich rufe meine Trading-Apps auf und klicke auf Chart Analysis, weil ich Ihnen das zeigen möchte. Ich lösche nun meinen Kontoorder und Positionen. Hier sehen Sie das Tageskursdiagramm der Bank of America. Ich gehe zum Menü Insert und klicke auf Symbol. Wenn also jemand ein Multidaten-Kursdiagramm erstellen möchte, müssen Sie dieses Menü aufrufen und dann zu Insert Symbol gehen. Dadurch erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie eingeben können, welches Symbol Sie einfügen möchten. Ich wähle erneut die Bank of America. Ich werde Ihnen hier ein paar Tricks zeigen. Das Kursdiagramm der Bank of America wird nun unten angezeigt. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf die weißen Punkte und dann auf Signal and Disable Account Orders and Position. Dann klicke ich auf meine Datenreihe oben. Sie sehen die weißen Kästchen, die nun angezeigt werden. Wenn Sie also eine Datenreihe formatieren möchten, müssen Sie nur auf die Balken klicken, dann können Sie sie formatieren. Ich ändere nun das obere Kursdiagramm in Intraday. Dann ändere ich es in 60 Minuten Kursdiagramm und wähle die Option As soon as possible, also so schnell wie möglich. Beachten Sie, dass mein Bank of America Kursdiagramm nun ein 60 Minuten Diagramm ist, das untere hingegen ein Tageskursdiagramm. Sie können nun fortfahren und so auch Analysetechniken einfügen. Tatsächlich können Sie in einer Chartanalyse bis zu 50 verschiedene Daten einfügen. Nun, warum sollte man das tun? Diesbezüglich zeige ich Ihnen nun ein paar Dinge. Ich gehe zu Insert und Indicator. Ich möchte einen gleitenden Mittelwert mit einer Linie hinzufügen. Einfach einen simplen gleitenden Mittelwert.
Bevor ich jedoch wieder zum Bildschirm zurückgehe, aktiviere ich das Kästchen Plot for Format, also die Formatierungsaufforderung, und klicke auf OK. Für diesen Indikator lege ich als Länge 30 Balken fest und klicke auf OK. Der Indikator wird nun ganz oben angezeigt. Das ist also der gleitende Mittelwert aus 30 Balken meines 60-Minuten-Kursdiagramms. Beachten Sie, was passiert, wenn ich diese Linie doppelt anklicke und die Registerkarte General aufrufe. Über diese Registerkarte können Sie diese Linie auf eine separate Datenreihe legen oder berechnen. In diesem Dropdown-Menü, hier habe ich Zugriff auf alle Datenreihen meines Kursdiagramms. In diesem Beispiel sehen Sie mein 60-Minuten-Kursdiagramm und auch mein Tageskursdiagramm. Bedenken Sie, dass bis zu 50 Balken und auch alle Arten von Kombinationen möglich sind. Ich verwende dasselbe Symbol für ein anderes Datenintervall. Wenn ich mein Tageskursdiagramm der Bank of America anklicke und auf OK klicke, sehen Sie, wie der Indikator nach unten wandert, weil nun der Indikator oder der gleitende Mittelwert anhand von Tagesbalken berechnet wird, 50 und 65. Wenn ich diese Linie anklicke und sie hierher zum 60-Minuten-Kursdiagramm ziehe, werde ich gefragt, wo ich sie platzieren möchte, auf welcher Achse. Ich wähle nun die rechte Achse und sehen Sie, was passiert. Es erscheint ein Fenster mit der Meldung "The scaling has been changed to no axis", also die Skalierung wurde auf keine Achse geändert. Der Grund hierfür liegt im Unterschied zwischen den Daten und der Achse selbst. Ich fahre nun fort und mache Folgendes. Ich formatiere diese Linie erneut, gehe zu Scaling und anstelle von No Axis wähle ich Left Axis und klicke auf OK. Dadurch kann ich nun den Kurs der Bank of America sehen. Und hier auf der linken Achse sehe ich den 30-tägigen Tagesdurchschnitt der Bank of America über meinem 60-Minuten-Kursdiagramm. Ein interessantes Konzept also, wenn Sie möchten, dass verschiedene Werte übereinander auf dem Bildschirm angezeigt werden. Nur müssen Sie vorsichtig sein, da es sich hierbei nicht um die Überschneidung handelt. Es ist nicht immer derselbe Punkt, weil es zwei verschiedene Skalierungen gibt. Und damit meine ich, dass die Skalierung der Bank of America rechts angezeigt wird und die des gleitenden Mittelwerts links. Sie sehen, dass die Überschneidungen sich davon unterscheiden. Wie Sie feststellen können, gibt es eine Überschneidung genau hier am 13. August. Wenn ich die Skalierung ändere, ist die Überschneidung nicht mehr am 13. Sie sehen, wie sich die Überschneidung verändert. Deshalb müssen Sie bei der Überlagerung von Indikatoren wie hier vorsichtig sein, denn manchmal stimmen die Überschneidungen nicht überein. Ich wollte Ihnen jedoch zeigen, dass Sie einen gleitenden Mittelwert aus 30 Tagen, in diesem Fall 15,65 $, über dem Intraday anzeigen können. Ich kann auch dieses Symbol hier unten doppelt anklicken, wenn Sie es nicht mehr benötigen, um zu Scaling gehen. Sehen wir einmal, ob das funktioniert. Und ich möchte nun keine Subgrafik mehr anzeigen, sondern sie ausblenden. Ich wähle hier also Hidden, also Ausblenden, bin mir aber nicht sicher, ob dadurch mein gleitender Mittelwert entfernt wird. Ich klicke aber trotzdem auf OK. Beachten Sie, dass die Tagesbalken der Bank of America nun ausgeblendet sind. Mein gleitender Mittelwert, der für diese Datenreihe berechnet wurde, jedoch immer noch da ist. Und wenn Sie möchten, können Sie noch viele andere Berechnungen anstellen. Kann man zum Beispiel die beiden Symbole auf derselben Subgrafik anzeigen? Ja. Allerdings habe ich in diesem bestimmten Fall festgelegt, dass sie ausgeblendet werden. Wenn ich jedoch wollte, könnte ich die Balken übereinander ziehen und sie überlagern. Fahren wir nun fort und entfernen einige dieser Daten hier und ich werde Ihnen auch noch ein paar andere Dinge zeigen. Ich klicke mit der rechten Maustaste hier auf die linke Seite und deaktiviere die Option Display Left Axis. Wenn ich nun zu Format und Symbol gehe, wird mir eine Leiste aller Symbole angezeigt, die eingefügt sind. Ich werde hier nun das Tageskursdiagramm entfernen, also die zweite Datenzeile entfernen und auf Close klicken. Auf meinem Bildschirm wird jetzt nur noch ein Symbol angezeigt. Ich zeige Ihnen noch etwas anderes, was Ihnen, glaube ich, gefallen könnte. Ich werde nun dieses Diagramm in ein Tageskursdiagramm ändern. Ich gehe zu Insert, Symbol und kombiniere die Bank of America mit dem Dow Jones Dollar Indo. Der Index wird nun unten und die Aktien werden oben angezeigt. Wenn ich wissen möchte, ob die Performance der Aktien der Bank of America besser oder schlechter ist als die des Dow Jones, können Sie ein sogenanntes Kursdiagramm mit prozentualer Änderung erstellen.
Dadurch werden die Kurse beider Wertpapiere als prozentuale Änderung angezeigt, sodass Sie einen tatsächlichen Vergleich anstellen können. Ich weiß, dass viele Benutzer überlagernde Symbole bevorzugen, weil sie so die relative Performance zweier Wertpapiere miteinander vergleichen können. Die tatsächliche Performance ist aber nur dann ersichtlich, wenn man die Kurse in eine Prozentzahl umwandelt. Ein Kursdiagramm mit prozentualer Änderung ist sehr einfach zu erstellen. Augenblick, ich zeige Ihnen das gleich. Ich klicke auf die rechte Maustaste, gehe dann zu Percent Change Chart, also Kursdiagramm mit prozentueller Änderung, und klicke dann auf Enable. In diesem Fenster wird mir mitgeteilt, dass Kontoorder und Position dadurch deaktiviert werden und ich werde gefragt, ob ich fortfahren möchte. Ich klicke auf Yes. TradeStation hat soeben ein Kursdiagramm mit prozentualer Änderung beider Symbole erstellt. Am Beginn des Kursdiagramms, ich scrolle nun ganz zurück, können Sie sehen, wie die beiden Linien von genau demselben Punkt wegführen. Dieser Punkt steht für 0%. Sie sehen diese rote horizontale Linie und dass sie von 0% wegführt. Es wird also vom Beginn des Kursdiagramms ab berechnet, wie sich der Kurs verändert hat und diese Veränderung in einer Prozentzahl angegeben. Die grüne Linie bezieht sich auf die Bank of America. Hier links oben sehe ich nämlich, dass die Bank of America in grün angezeigt wird. Und Sie sehen hier auf der Statuszeile, dass der Dow Jones in orange angezeigt wird. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, können Sie hier klicken und neben dem Cursor erscheint eine Datenzeile mit je zwei Spalten. Eine für die Bank of America und die andere für den Dow Jones. Und Sie sehen auch die jeweilige Farbe. Am nützlichsten beim Kursdiagramm mit der prozentualen Änderung ist jedoch die Möglichkeit, dass man die Performance einer Aktie direkt mit der einer anderen vergleichen kann. Wenn ich zurückgehe, sehe ich, dass die Bank of America bei über 88% liegt und der Dow nur bei über 28%. Seit wann? Ich scrolle nun wieder ganz nach links, klicke und halte die Maustaste gedrückt und gehe zum allerersten Datenpunkt, dem vom 10. September 2012. Wir sprechen also von einer prozentualen Änderung im Verlauf von 2 Jahren. Mithilfe eines Kursdiagramms mit prozentualer Änderung können wir diese beiden Symbole vergleichen. Wie viele Symbole kann man in einem Kursdiagramm mit prozentueller Änderung anzeigen? Wie ich zuvor schon mal erwähnt habe, können Sie in einem Kursdiagramm bis zu 50 verschiedene Symbole einfügen. Wenn Sie also die relative Performance von 12, 15, 20 Symbolen anzeigen möchten, müssen Sie nur auf der Grafik anzeigen und dann die Option Percent Change Chart aktivieren. Die Performance wird dann berechnet. Daniel, ich sehe Ihre Frage. Wenn Sie das Datenanzeigefenster, welches hier links oben zu sehen ist, dort verankern möchten, müssen Sie View, Chart Analysis, Preferences auswählen und unter der Registerkarte Play, also Anzeige, die Option Data Tips und die Position der Datenanzeige auswählen. Es gibt noch eine weitere nützliche Funktion in Bezug auf die prozentuelle Änderung. Ich werde nun den Balkenabstand durch Drücken des Abwärtspfeils verringern. Wir können nun sehen, wo der Anfang 2014 liegt. Nehmen wir an, Sie möchten mehr über die Performance der beiden Symbole wissen, beziehungsweise die relative Performance der beiden Symbole aber von Anfang des Jahres an. Ich bewege meinen Cursor hierher zur vertikalen Achse für 2014. Ich klicke mit der rechten Maustaste in diesem Bereich, gehe zu Percent Change Chart und wähle die Option Calculate from this Bar, also Berechnung ab diesem Balken. Achten Sie darauf, was jetzt passiert. Die beiden Symbole überschneiden sich bei der 0%-Linie, genau bei 2014. Und Sie sehen auch die jeweilige Performance. In diesem Fall liegt der Dow Jones bei 3,7% und die Bank of America nur bei 0,68%. Die Anzeige ändert sich also komplett, weil wir für die prozentuale Änderung einen anderen Startpunkt gewählt haben. Ich kann aber auch mit der rechten Maustaste klicken, Percent Change Chart aufrufen und die Option Calculate from Last Bar, also Berechnung vom letzten Balken, auswählen. Sie sehen nun, dass die beiden Linien ganz am Ende bei 0 zusammengeführt werden. Sie können nun das Kursdiagramm in Echtzeit aktualisieren lassen und beobachten, wie die prozentuelle Änderung in einem Tageskursdiagramm oder einem Intraday-Kursdiagramm verläuft.
Dasselbe können Sie mit einem bestimmten Datum machen. Zum Beispiel, wenn Sie mit der Maustaste klicken und sie gedrückt halten, sehen Sie ein bestimmtes Datum. In diesem Fall den 1. Januar 2014. Wenn Sie das gewünschte Datum gefunden haben, müssen Sie nur mit der rechten Maustaste klicken, zu Percent Change Chart und dann die Option Calculate from this bar wählen. Sie müssen also das Datum suchen, rechtsklicken und dann Calculate from this bar wählen. Mark, wenn Sie ein Kursdiagramm geöffnet haben und dort ein Symbol einfügen möchten, müssen Sie zu Insert und Symbol gehen. Dort können Sie in dasselbe Kursdiagramm mehrere Symbole einfügen und solche tollen Kursdiagramme mit prozentualer Änderung erstellen, in denen Sie die relative Performance sehen. Es gibt auch einige Indikatoren, die zur Berechnung verschiedener Symbole heranziehen. Ich zeige Ihnen das einmal. Hierfür muss ich ein neues Kursdiagramm erstellen. Hier sehen Sie das Tageskursdiagramm der Bank of America. Ich ändere nun das Symbol in @ES. Das hier ist das Diagramm für S&P E-Mini Terminkontrakten. Und ich vergleiche nun den Wert des S&P E-Mini Terminkontrakte mit Spiders, zwischen welchen eine starke Korrelation besteht. Spiders-Aktien basieren nämlich ebenfalls auf dem S&P 500. Ich werde nun zu Insert und Symbol gehen. Das Symbol für Spiders ist SPY. Dieses stelle ich nun grafisch dar. Zwischen den Terminkontrakten gibt es einen kleinen Unterschied. S&P liegt bei 19,94 und Spiders bei 200. Natürlich wird es immer einen leichten Unterschied geben, weil beide anders kodiert sind. Probieren wir nun etwas anderes aus. Anstelle von Spiders verwende ich nun den Index mit einem ziemlich ähnlichen Code. $INX. Leider kann ich auf diese Daten nicht zurückgreifen. Okay, Sie sehen, dass mir keine INX-Daten zur Verfügung stehen. Ich gehe dazu Format, Symbol, formatiere INX und werde das ändern. Sehen wir einmal, ob $INX.X zu finden ist. Nein, wie sieht es mit $SPX.X aus? Ja, das ist ein weiterer Index, der auf dem S&P 500 basiert. Sie sehen nun die Terminkontrakte oben und den Index unten. Beachten Sie, wie ähnlich deren Werte verlaufen. Beide stehen in einem engen Zusammenhang. Sie zeigen in etwa denselben Marktverlauf, sind aber dennoch unterschiedlich, weil eines ein Terminkontrakt ist. Jetzt werde ich aber einen Indikator einfügen, der beide Symbole zur Berechnung heranzieht. Der Indikator heißt Spread Diff. Wenn Sie die Unterschiede zwischen einem Symbol und einem anderen in der Vergangenheit anzeigen möchten, gibt es einen Indikator, der dies automatisch veranlasst. Ich gehe nun zu Insert, Indicator und dann zu Spread Diff. Dieser Indikator funktioniert jedoch nur dann, wenn es in Ihrem Kursdiagramm zwei Symbole gibt. Er benötigt nämlich die Daten von zwei Symbolen. Wenn ich auf OK klicke, sehen Sie hier unten eine Linie. Diese ergibt sich aus dem Unterschied von einem Balken minus dem anderen und dieser Unterschied wird ganz unten grafisch dargestellt. Sie sehen hier den Echtzeitwert, den Unterschied zwischen den Terminkontrakten und den Index selbst, der gerade bei 1,09 bzw. 1,34 liegt. Das ist der Echtzeitunterschied zwischen den beiden. Sie können also Berechnungen anstellen, bei denen mehrere Symbole verwendet werden. Manchmal hören Sie vielleicht von einem Indikator, der in TradeStation nicht verfügbar ist. Viele TradeStation-Nutzer, die sich mit Easy Language auskennen, können einen solchen Indikator für TradeStation selbst erstellen. Wenn Sie also einen Indikator verwenden möchten, den es standardmäßig in der TradeStation-Plattform nicht gibt, müssen Sie zur Easy Language-Bibliothek oder zum Trading App Store gehen. Ich zeige Ihnen daher nun, wie Sie die Indikatorbibliothek von TradeStation nicht nur mit Hilfe der Easy Language Bibliothek ergänzen können, sondern auch über den Trading App Store. Ich zeige Ihnen hier nun ein paar wichtige Dinge. Ich gehe zu Insert und Indicator. Nun erscheint ein Dialogfenster mit der Schaltfläche Import. Wenn Sie diese anklicken, sehen Sie, dass es eine Importmöglichkeit von Trading App Store und eine Import-Export-Assistenten gibt.
Wenn Sie den Trading App Store aufrufen, gelangen Sie zu dieser Website. Das ist der Trading App Store, wo Sie Indikatoren und alles andere finden können, das Sie in Ihre Plattform importieren können. Wenn ich zur Registerkarte Featured gehe, sehen Sie einige Indikatoren angezeigt. Sie können die beliebtesten Indikatoren oder Indikatoren nach Kategorien aufrufen, um dort nach Indikatoren zu suchen. Sehen wir uns nun einige der Indikatoren hier genauer an. Für die Schulung stehen uns einige Testabos zur Verfügung. Sämtliche dieser Indikatoren hier können Sie gratis installieren. Andere wiederum sind kostenpflichtig. Sie können sich hier alle Bewertungen ansehen, die es bereits zu den Indikatoren gibt. Sie können den Indikator sogar gratis testen und ihn auf Ihrer TradeStation ausprobieren, bevor er Ihnen verrechnet wird. Oder verwenden Sie einige der Indikatoren, die sehr beliebt sind, zum Beispiel die Ichimoku-Indikatoren. Wenn Sie dieses Paket installieren möchten, müssen Sie auf Installieren klicken. Ich werde nun nach meinem Benutzernamen und Passwort gefragt. Nach der Eingabe meiner Benutzerdaten werden Sie sehen, wie der Indikator aussieht. Einen Moment bitte, ich gebe nur meine Daten ein. Sobald Sie sich mit Ihrem TradeStation-Benutzernamen und Passwort angemeldet und Ihre Sicherheitsfrage beantwortet haben, sehen Sie die Informationen zu den Ichimoku-Indikatoren. Ich scrolle nun nach unten und wenn ich den Geschäftsbedingungen hier zustimme, kann ich die Installation abschließen. Okay, wir müssen jetzt kurz warten, aber gleich geht's weiter. Diese Indikatoren sind nicht Teil der TradeStation-Plattform. Sie können jedoch den Trading App Store aufrufen und sie auf Ihrer Plattform herunterladen. Hier werde ich darüber informiert, dass das Produkt gerade auf meine TradeStation-Plattform heruntergeladen wird und dass nach dem Download ein Dialogfenster mit einer Liste der heruntergeladenen Produkte erscheint. Um die Installation auszuführen, muss man die Schaltfläche Launch, also Ausführen, anklicken. Ich zeige Ihnen, wie das genau aussieht. Ich kann zu meinen Abos gehen oder weiter nach Produkten suchen. Wenn ich meine Abos aufrufe, wird mir eine Liste mit allen Produkten auf meiner TradeStation angezeigt, die ich vom Trading App Store heruntergeladen habe. Zum Beispiel Ichimoku-Indikatoren, Grid Trading, einem ganz netten Indikator für den Handel über Radar Screen, Obligos von Trader Studien oder auch einige andere Indikatoren, die es in meiner TradeStation bereits gibt. Ich gehe nun zurück zu meiner TradeStation, um nachzusehen, ob der Download bereits abgeschlossen wurde. Der Download läuft noch immer, kann noch eine Weile dauern, wie Sie hier sehen können. Beachten Sie diesen Bildschirm mit der Meldung Download läuft. Bitte warten. All diese Anwendungen werden also gerade auf meine Plattform heruntergeladen. Und sobald der Download abgeschlossen ist, sollte ich sie ausführen können. Hier sehen Sie die Schaltfläche Launch, die derzeit noch in Grau angezeigt wird. Dadurch öffnet sich ein Arbeitsbereich mit diesen Indikatoren. Keith, die PDF des heutigen Kurses hat die Nummer 5. Sie finden sie hier im Abschnitt Dokument. Ich habe sie aber auch über das Chatfenster übermittelt. James, Sie haben gefragt, ob man Indikatoren auch von anderen Quellen hinzufügen kann. Ja, sicher. Sie sind nicht auf jede Anwendung beschränkt, die es im Trading App Store gibt. Wenn Sie einen Drittanbieter finden, der einen Indikator anbietet, welcher in TradeStation läuft, können Sie diesen ebenso in Ihre Plattform importieren und integrieren. Meine E-Mail-Adresse ist diese hier. Sie können mir gerne eine E-Mail mit Anmerkungen oder Fragen zum heutigen Thema senden. Wenn Sie beim Kundenservice niemanden erreichen, der die Antwort auf Ihre Frage kennt, helfe ich Ihnen gerne weiter. Ich wollte Ihnen zeigen, wie die Indikatoren angezeigt werden, aber ich nehme an, Sie sind hier nicht zu sehen. Ich sehe einmal, ob ich einen neuen Arbeitsbereich erstellen kann. Ich öffne ein Chart-Analysefenster und gehe zu Insert und Indicator und schaue einmal, ob ich den Indikator hier finden kann. Nein, ich habe hier in meinem Indikatorliste nur den Standardindikator Ichimoku Cloud. Jedenfalls ist es ganz nett, dass man Indikatoren von Trading App Store auf seine Plattform herunterladen kann und sie auf jedem Computer, den man verwendet, nutzen kann. Da dieser Kurs schon fast zu Ende ist, wollte ich Ihnen nur noch zeigen, wie man etwas vom Trading App Store importiert. Wenn Sie zur Seite 8 der PDF gehen, sehen Sie, wie man Analysetechniken von der Easy Language Bibliothek importieren kann. Das ist eine weitere Möglichkeit, wie Sie Indikatoren Dritter, die es standardmäßig in der Plattform nicht gibt, importieren können.
Alexander, Sie stellen eine gute Frage. Warum unterscheidet sich der Ichimoku-Indikator in TradeStation von den Indikatoren in der App Store? Alle Indikatoren hier gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ich glaube, es gibt sogar eine Präsentation mit einem Gastvortragenden, der Ichimoku-Indikatoren verwendete und einige Variationen dieser Indikatoren hatte. Es gibt auch eine PDF, in der die Unterschiede der Indikatoren erläutert werden und wie die Berechnungen überarbeitet wurden, beziehungsweise der Standardindikator anders angezeigt wird. Ahmed, eine sehr gute Frage. Bevor dieser Kurs tatsächlich zu Ende geht, zeige ich Ihnen noch, was passiert, wenn Sie die Ichimoku Cloud einfügen. Ich gehe zu Insert und Indicator. Keine Sorge, das dauert nur ein paar Minuten. Wenn ich zu Ichimoku Cloud gehe und auf OK klicke, erhalte ich eine Fehlermeldung. Mir wird dieses TradeStation-Ereignisprotokoll angezeigt. Sie werden wahrscheinlich dieselbe Fehlermeldung erhalten. Es erscheint folgender Text. Diese Analysetechnik versuchte auf zu vielen Balken auf der rechten Seite des Kursdiagramms Bezug zu nehmen. Bitte ändern Sie die Eigenschaften dieser Analysetechnik. Der Ichimoku Cloud-Indikator ist ein Indikator, der rechts einen gewissen Bereich benötigt, weil Linien projiziert und einige Linien für die Zukunft gezeichnet werden. Ich habe jedoch rechts nicht genügend Platz, damit dieser Indikator grafisch dargestellt werden kann. Wo aber vergrößert man den Platz rechts? Gehen Sie zu Format Window. Dort finden Sie in der Registerkarte General das Felt Space to the Right, also Platz rechts. Der Ichimoku Cloud Indikator umfasst 26 zukünftige Balken. Deshalb füge ich 30 hinzu, damit 30 zukünftige Balken angezeigt werden und klicke auf OK. Beachten Sie, dass es hier rechts nun mehr Platz gibt. Wenn ich zu Format Analysis Techniques gehe, muss ich den Indikator nicht mehr einfügen. Er ist bereits vorhanden, wurde aber deaktiviert. Achten Sie auf den Status. Dort steht Off, weil ein Fehler aufgetreten ist. Ich muss deshalb nochmals zu Format Analysis Techniques gehen, den Indikator markieren und auf Status klicken, damit der Status wieder aktiviert wird. Und wenn ich auf Close klicke, sehe ich den Indikator auf meinem Bildschirm. So wird also der Ichimoku Cloud auf dem Bildschirm dargestellt. Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie für die zusätzlichen Balken rechts genügend Platz haben. Danke für den Hinweis. Okay, hiermit möchte ich diesen Kurs jetzt beenden. Danke für die Zeit, die Sie hier mit mir verbracht haben. Meine E-Mail-Adresse sehen Sie im Chat. Bei weiteren Fragen senden Sie mir bitte einfach eine E-Mail. Im morgigen Kurs geht es um Strategien. Wir werden über das Testen von Strategien, Optimierung und Automatisierung sprechen. Falls Sie sich noch nicht für diesen Kurs registriert haben, sollten Sie das tun. Ich hoffe, wir sehen einander nochmal wieder. Hiermit ist dieser Kurs zu Ende. Vielen Dank an alle und noch einen schönen Abend. Tschüss!